Denise. Hallo, schön, dass du da bist. Heute hast du es geschafft. Na, mal schauen. Heute gibt es Nudeln, selbstgemachte Nudeln. Hallo Silke, schön, dass du da bist. Das ist ja toll. Ja, schön, dich zu sehen. Ist immer wieder schön, wenn man die Kollegen im Chat hat oder im Stream. Nee, ich mache heute Nudeln nur mit Mehl und Ei und Salz und Weizengrieß. Ich wollte ja eh noch mal eine Woche machen, also so eine ganze Woche mit Rezepten rund um Nudeln. Also nicht nur Tagliatelle, sondern auch Lasagneplatten und so weiter und so fort. Und da würde ich dann überwiegend, glaube ich, mit Grieß arbeiten. Und ja, gucken wir mal. Fedora, hallo Fedora, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Liebe Grüße. Oh, das war mein Mann. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Ja, es geht mir ganz gut. Diese Quarantäne schlägt mir echt aufs Gemüt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das sind ja jetzt schon 2 Wochen. Und hallo Manuela, schön, dass du da bist. 405er Mehl, ja. Also ich habe mir jetzt gesagt, gerade jetzt in der Zeit, wo es ja wirklich schwierig ist mit Roggenmehl und so weiter, ich wollte euch nachher auch mein Hefewasser zeigen, was ich angesetzt habe. Weil ja keiner mehr Hefe zu kaufen kriegt, nirgendwo. Also wenn bei Amazon diese 500 Gramm Packung, aber wer braucht 500 Gramm Hefe, also Trockenhefe. Und ich möchte jetzt vor allen Dingen mit Sachen arbeiten, die jeder zu Hause hat oder jeder kurzfristig auch besorgen kann. Also ja, 405er Mehl. Mein Hefewasser ist jetzt 4 Tage alt. Warte mal, ich zeig's dir. Also du siehst richtig schön, wie hier oben richtig was passiert. Ah, diese Latenz, ne? Das ist so furchtbar. Weil man denkt dann so, ihr seht es noch gar nicht. Also hier passiert richtig was. Und ich wollte mal gucken, das sprudelt auch richtig. Leider kann ich euch das in der Webcam nicht wirklich zeigen. Und ich wollte mal gucken, wie gut man mit dem Hefewasser wirklich backen kann. Also ob es eine absolute Alternative ist oder ob wir dann doch weiter auf Backpulver zurückgreifen müssen oder Weinsteinpulver oder was weiß ich auch immer, was man als Backtriebmittel nehmen kann. Ja, ich auch. Ich hoffe wirklich, das klappt, Silke. Ich werde mal gucken. Also auf alle Fälle werde ich euch berichten. Fedora, nee, das ist nicht aus Bier. Das ist aus Wasser, Honig und Trockenfrüchten. Also ich habe hier zum Beispiel Datteln genommen. Du kannst aber auch Rosinen nehmen oder Sultaninen oder getrocknete Pflaumen, Feigen, Aprikosen. Also alles, was du an Trockenobst da hast, kannst du nehmen. Das wird nur aufgegossen, jeden Tag mal kräftig durchgeschüttelt und nach 5 Tagen solltest du es eigentlich benutzen können. Also man muss es dann einen Tag, bevor man es benutzt, strecken,
damit es dann noch 24 Stunden Zeit hat, durchzuziehen. Und dann kannst du damit backen. Ich bin mal gespannt. Und das in meinem Tupper-Shaker. Dürfen nicht geschwefelt sein, richtig, Petra. Stimmt, du hast recht, habe ich vergessen zu sagen. Ist ganz, ganz wichtig. Stimmt. Hallo Petra übrigens, ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Ja, aber schön, dass ihr alle da seid. Mensch, das ist ja toll. Wie geht's euch denn allen? Was ist bei euch so los? Habe ich irgendwie irgendwas verpasst? Nö. Ja. Also auf alle Fälle, Fedora, einfach probieren, mal gucken, was draus wird. Jetzt, wo die Hefeknappheit ist, heute hat eine Kollegin getwittert, nee, Quatsch, getwittert, die hat bei Facebook geschrieben, von wegen, sie hat ja noch Hefe da gehabt und sie hat das und das gebacken und ich sage, wenn du jetzt noch mit Toilettenpapier prahlst, dann, kannst du dein Reichtum nicht mehr verstecken? Oh Mann. Aber schön, dass ihr alle da seid. Finde ich toll. Freue ich mich drüber. Ich weiß nicht. Also wenn ich mir das so überlege, jeden, mit dem du sprichst, der erzählt dir, nee, ich habe kein Toilettenpapier. Wer hat das ganze Toilettenpapier? Es muss doch nur ein einziger gekauft haben, oder? Alle anderen haben ja keins. Also das ist irgendwie sehr merkwürdig. Ja, ich weiß. Ja. Nee, in der Metro gibt es weder Hefe noch Toilettenpapier. Also wir haben ja, Gott sei Dank, toi toi toi, wir haben Toilettenpapier. Aber ich habe, glaube ich, noch zwei Packungen Trockenhefe da, aber dann bin ich auch leer gekauft. Also es geht ja auch keiner zu McDonald's. Richtig, das stimmt. Allerdings gehe ich wirklich nicht zu McDonald's. Aber das stimmt. Und es kauft keiner die Musik von Modern Talking. Das war auch immer sehr überraschend. Wir hatten vor Corona so eine Doppelpackung gekauft und ich habe mich noch geärgert, dass wir so viel nicht brauchen. Jetzt freue ich mich. Ja. Und wir haben das wirklich unterschätzt. Wir haben das wirklich unterschätzt und wir waren tatsächlich, wo das anfing mit den Hamsterkäufen, habe ich noch gesagt, ach, wir haben noch drei Rollen zu Hause. Wir sind bis auf eine Rolle runtergekommen und dann hat eine Freundin zu uns gesagt: Mensch, warte mal, ich habe noch eine Packung zu Hause, ich gebe dir die. Ich komme schneller an Toilettenpapier als ihr. Also, Manuela, hallo Manuela, schön, dass du da bist. Eine Großpackung Toilettenpapier ergattert. Ja, es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Und ich verstehe es nicht. Also, wenn jeder vernünftig kaufen würde, dann wäre keine Knappheit da. Aber naja, gut. Die Menschen sind komisch manchmal. Es ist auch irgendwie verrückt, was sich so teilweise abspielt, wenn man so, also ja. Gut, wollen wir loslegen? Habt ihr Bock? Wollen wir loslegen? Wir haben noch sechs Rollen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich drücke dir die Daumen. Ja, das stimmt. Das ist echt gereizt. Gut, okay. Dann nehme ich mal mein Geschmeide ab. Und dann gehen wir mal hier rüber. Latenz ist. Ein bisschen runter. Ein bisschen runter. Ja, so ist gut. So ist gut.
Okay, gut. Also eigentlich, dadurch, dass wir heute drei Farben machen, beziehungsweise einmal Natur lassen, einmal Rot färben und einmal Grün, habe ich mir drei Schüsselchen fertig gemacht. In jedem sind 100 Gramm Mehl drin und zu jedem Mehl kommt ein Ei und ein bisschen Salz. Also wenn ihr, ich habe jetzt zum Beispiel Tomatenmark zum Einfärben. Ihr könnt auch rote Beete nehmen, aber viele mögen keine rote Beete. Deswegen habe ich jetzt, bin ich jetzt auf Tomatenmark umgestiegen und habe gesagt, nee, ich nehme lieber Tomatenmark für Rot. Da solltet ihr für 100 Gramm circa 2 Esslöffel nehmen. Und ihr könnt das auch mit Eiweiß zum Beispiel einfärben, wenn ihr selber Eiweiß macht oder Paprikamark. Das würde auch funktionieren. Wir machen ja hin und wieder Eiweiß, wenn wir unsere Gulaschsuppe selber machen. Ich mag das total mit dem Eiweiß, deswegen. Und ihr solltet euch unbedingt noch eine extra Schüssel hinstellen mit ein bisschen Mehl, falls das zu feucht ist. Also der Teig jetzt hier ist ein bisschen zu feucht. Es kommt auch immer drauf auf die Qualität des Mehls an. Deswegen sage ich auch immer bei Hefeteig zum Beispiel, gebt nicht die ganze Flüssigkeit dazu, sondern immer nur ein bisschen. Und lasst euch ein bisschen was übrig, um zu gucken, je qualitativer das Mehl ist, desto weniger Wasser braucht ihr. Das sollte richtig schön, damit das auch komplett eine richtig schöne Farbe hat, der Nudelteig. Und wir machen das heute auch nicht mit Nudelmaschine. Ihr könnt es dann mit Nudelmaschine machen, aber ich zeige euch, wie das auch ohne Nudelmaschine geht. Ist noch ein bisschen feucht. Geht nämlich ganz, ganz einfach. Sieht echt gut aus. Das können wir so lassen. Würde ich auch erstmal an die Seite legen. Hallo, Pascal. Hallo. Annika, schön, dass ihr da seid. Weiter geht's. Jetzt kommt der Grüne.
Bei dem Spinat zum Beispiel, den ich jetzt benutze, den braucht ihr gar nicht vorher pürieren oder irgendwie klein machen oder sonst irgendwas. Den könnt ihr tatsächlich entweder tiefgefroren nehmt ihr oder aber ihr nehmt ganz, ganz frischen Spinat, das geht auch, weil ihr im Grunde genommen zerreißt ihr den jetzt, wenn ihr den Teig knetet. Also die einzelnen Blätter, dann verteilt sich das richtig gut und von daher ist auch so für auf 100 Gramm eine gute, also eine kleine Handvoll eigentlich, ja. Vorher so richtig schön ausdrücken, damit nicht so wahnsinnig viel Flüssigkeit damit reinkommt. Und ihr seht, der hat zu viel Flüssigkeit hier, obwohl wir den vorhin noch richtig ordentlich ausgedrückt haben. Aber normalerweise macht man das ja auch in der Küche. Aber unsere Küche ist so doof, da kann man das schlecht nebenbei noch aufnehmen. Also ich könnte da jetzt keinen Livestream machen. Aber ihr seht, irgendwann verbindet sich das richtig gut. Wenn man will. Wenn er mitmacht. Hat denn irgendjemand von euch das Osterprojekt schon verfolgt? Also bis auf Pascal und Annika, da weiß ich das ja. Aber der Rest von euch, habt ihr schon geguckt, ein paar Rezepte? Und wenn ja, welche haben euch denn besonders gefallen? Oder was hat euch besonders gefallen? Ich glaube, du hast das Salz vergessen. Habe ich das Salz vergessen? Tatsächlich. Okay, mein Mann kommt gerade rüber, guckt mich böse an. Ja, ich habe das Salz vergessen. Ich gucke überhaupt nicht böse. Hallo Mene, schön, dass du da bist. Nicht benutze. Ja, ich habe es vergessen. Ich habe mich mehr auf das Gequatsche konzentriert. Schwierig. Also wenn ihr das vorher klein macht, braucht ihr natürlich nicht so lange kneten. Davon mal ganz ab. Aber nötig ist es nicht.
Salz vergessen, ich find's immer noch. Ach Gott, nee. Schön. Ich glaube, ich muss mich hinstellen. Kann ich besser kneten. Ja, ich glaube, das geht uns fast allen so, Petra. Das ist echt, weiß ich nicht, schwierig. Wenn ihr rote Beete nehmt zum Beispiel, dann wird der Teig eher so ein bisschen ins, ja, dunkelrote, lilane gehen, so eher. Aber ich glaube, bei Kindern ist nur wichtig, bunt. Gott, Mensch. Schatz, kannst du das mal lassen? Ah, schön. Obwohl ASMR-Videos haben auch gut Zulauf. Vielleicht habe ich ja eine erotische Stimme, dann kann ich so...
Bücher haben wir genug, nehme ich mir ein Buch und dann lese ich was vor. Flüsternd. Was denn jetzt? Ich habe nur was umfallen hören. Das war mein Schuh. Okay. Ach, Lebensmittelfarbe. Das ist doch für Anfänger, oder? Also ich mag keinen, ich bin nicht so wirklich der Spinatesser, aber... Ich finde das so wirklich besser. Und wenn man es vorher kleiner macht, dann braucht man ja auch nicht so lange wie ich jetzt. So. Teig Nummer 2. Den solltet ihr auch mindestens so 10 Minuten ruhen lassen. Und jetzt vergesse ich nicht das Salz. Wenn ihr merkt, der Teig wird euch zu fest, könnt ihr auch noch ein bisschen Wasser runtergeben oder Olivenöl, passt auch super gut. Und den Naturteig könntet ihr jetzt auch mit Kurkuma, also einer Messerspitze, höchstens einer Messerspitze Kurkuma einfärben. Würde ich jetzt aber gar nicht machen wollen,
weil ich euch das mal so zeigen wollte. Wir kochen die Nudeln ja dann gleich noch. Genau, das ist das 405er Mehl, also das normale Weizenmehl, was du eigentlich ja, für alles Mögliche verwenden kannst. Das ist jetzt hier ganz normales Weizenmehl. Also kein Vollkorn oder... Dann alles mal einen Moment ruhen lassen. Der mit Tomatenmark hat ja jetzt schon eine Weile geruht. Das heißt, den können wir jetzt als erstes weiterverarbeiten. Ihr solltet das richtig, richtig dünn ausrollen. Also so, und jetzt eigentlich das, was viele interessiert. Wie kriege ich jetzt hier raus Tagliatelle? Und zwar gleichmäßig. Und das zeige ich euch jetzt. Kannst du nicht mal da liegen bleiben, Teig? Das wäre echt toll. Danke. So. Und zwar macht ihr Folgendes. Mal hier so ein bisschen hin. Also, und dann klappt ihr das zusammen. Nehmt euch ein Brett. Das Messer sollte natürlich sehr scharf sein.
Und jetzt könnt ihr das entweder trocknen, indem ihr das aufhängt, oder guck mal, jetzt habt ihr hier so eine schöne, müsst ihr jetzt natürlich alles wieder auseinander. Deswegen ist es wichtig, dass ihr das vorher richtig schön mit Mehl einstreicht. Dann habt ihr natürlich hier so einen Abschnitt dabei, aber das finde ich jetzt persönlich nicht so furchtbar schlimm. Das habe ich irgendwie nicht gut gemacht, glaube ich. Also wie gesagt, wichtig ist wirklich, dass ihr das vorher richtig gut in Mehl wälzt, weil das geht natürlich nachher auch ab, wenn ihr dann die Nudeln kocht. Aber ihr seht, was passiert, wenn ihr das nicht macht. Das ist natürlich unschön. Dann fangt ihr wieder von vorne an mit Ausrollen. Ja, gut. Okay. Also, so, und wichtig ist jetzt, ihr müsst das wirklich gut in Mehl wälzen. Also, das ist, sonst klebt euch das alles aneinander. Und entweder ihr trocknet das, indem ihr das so aufhängt, nebeneinander, also so. Oder ihr legt das zu solchen Nestern zusammen und lasst das dann auch, das müsst ihr, bevor ihr das jetzt kocht, mindestens so 10 Minuten ruhen lassen. Das ist echt wichtig, damit sich der Teig auch nochmal entspannen kann. Wir machen das jetzt gleich nochmal. Ach, habt ihr eigentlich die Abstimmung bei mir gesehen? Ich habe nämlich so, ich hatte an so Rezepte gedacht, die ihr mir dann vorschlagt. Und zwar so entweder Gruselrezepte oder Rezepte mit einer schlechten Bewertung oder so. Und dass wir die dann ausprobieren und mal gucken,
ob die wirklich so schlecht sind, wie sie angepriesen werden, oder halt gute Rezepte man ausprobiert und guckt, ob sie dann wirklich so gut sind. Das fand ich eigentlich auch für einen Livestream ganz gut. Deswegen hatte ich gefragt, da haben schon ganz viele abgestimmt. Vor allen Dingen könnt ihr mich dann so schön quälen mit schlechten Rezepten. So. Jetzt nochmal. Richtig schön. So sollte das gehen. Also ihr seht, das ist echt super wichtig, dass ihr das richtig, richtig schön in Mehl wälzt. Und dann macht sich das auch viel besser als dieses Gefummel da vorhin. Ja, dann werden wir uns mal den nächsten Teig vornehmen. Spinat. Wer mag auch kein Spinat von euch? Also ich bin ja so gar kein Spinatfreund, aber habe mittlerweile so ein oder zwei Rezepte tatsächlich probiert, wo ich Spinat absolut genial finde. Also ich hatte unter anderem, mein bester Freund ist ja Japaner, weswegen wir dieses Jahr auch nach Japan reisen mit ihm zusammen, und seine Mutter lebte eine ganze Zeit in Deutschland, und da haben wir viel gekocht und ich habe mir viele, viele japanische Rezepte abgeguckt, was einfach mega genial war, weil diese Frau wirklich, ich liebe die einfach wirklich, also das ist unfassbar, und ich freue mich richtig doll, dass ich die hoffentlich dieses Jahr dann wiedersehe, wenn wir nach Japan reisen. Und die hatte auch ein Rezept gemacht mit Spinat, und ich war anfangs so mega skeptisch und habe gedacht, ach naja, was soll das denn werden, und hoffentlich esse ich das, und ich war wirklich richtig, richtig positiv beeindruckt und habe gedacht, alter Schalter, auch Spinat kann schmecken. So, dann haben wir gleich unsere zweiten Tagliatelle fertig. Thank you.
Beneide euch. Japan erleben mit jemand, der die Sprache. Ja, genau. Genau. Absolut, Fedora. Also, und das ist so toll und ich freue mich da so sehr drauf. Also. Sind ja Japaner auch nicht wirklich die Menschen, die sehr gut Englisch sprechen, sondern eigentlich im Gegenteil, sie sind ja eher so zurückhaltender mit Englisch. Sie sind ja eher so den Deutschen zugetan, sage ich mal. Aber wenn du da jemanden hast, der die Sprache spricht wo du dann, der dir dann auch Sachen zeigen kann, weil Kenta war ja jetzt auch schon ein paar Mal da. Und wie gesagt, seine Mama lebt seit 2012 wieder in Japan. Das ist natürlich Gold wert. Und er ist unser bester Freund, also das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir das mit ihm teilen und erleben dürfen. Ich hoffe, bis dahin hat sich das mit dieser Krise. Gar nicht drüber nachdenken. Wir wollen so was Schönes machen. Gemeinsam schöne, leckere Nudeln. Und wie gesagt, also ich hatte ja schon vor einigen Monaten erzählt, dass ich Nudelrezepte hochladen will. Da hatte mich mal jemand gefragt, eine Zuschauerin. Und ich hatte gesagt, ja, das hatte ich eh noch vor. Und das mache ich auch noch. Aber das soll dann so ein, ja, so ein extra, eine extra Woche werden, glaube ich, wo ich dann wirklich nur über Nudeln spreche, beziehungsweise über Rezepte und wo ich dann auch mit Hartweizengrieß arbeite und euch Rezepte mit und ohne Ei zeige. Und das gibt ja so viele Sachen, die man machen kann. Ich hoffe, mein Mann hat in der Zwischenzeit schon Wasser aufgesetzt. Ja, das Schöne ist, die braucht man dann auch tatsächlich nur so 2, 3 Minuten kochen und dann sind sie durch. Fedora, warte, ich lese gleich, was du geschrieben hast. Ja, mit Stolz und Tradition, genau. Und was ich halt total beeindruckend finde an Japanern und ihren Umgang mit Essen, die sind da halt ganz anders als wir Deutschen oder so. Bei denen ist das halt wirklich so, dass das eher so ein, ja, es ist ein Event, was da stattfindet. Weißt du, was ich meine? Also die Familie kommt zusammen, man isst gemeinsam, man erzählt sich was, man erzählt, wie war der Tag, wie war die Woche, wie war, keine Ahnung. Oh, schön, Petra, das ist ja toll. Da bin ich ja echt mal gespannt.
Eine Zuschauerin von mir hat auch den Brioche nachgemacht und hat mir Bilder geschickt. War ich auch total beeindruckt. Sieht richtig gut aus. Hat sie richtig gut hingekriegt. Und sie hat gesagt, sie war richtig geflasht, weil der so gut geschmeckt hat. Habe ich mich voll gefreut. Also wenn ihr Bilder habt, gerne. Ich freue mich total. Ja, genau, beim Kochen, beim Zubereiten. Also was die sich da für Mühe geben, teilweise ihren Kindern die Bento-Box zu machen für die Schule, das ist unfassbar. Also da werden irgendwelche Tierchen geformt, damit dann die Kinder wirklich in der Schule auch Appetit aufs Essen kriegen. Das ist, ich finde das mega mäßig. Also ich liebe das total, wie die da, ich bin da ganz auf deren Seite, was das angeht. Absolut. Also schön. Ja. Das wird ein super Urlaubserlebnis, glaube ich. Da werde ich noch ganz, ganz lange von erzählen. Ihr könnt das natürlich alles auch mit einer Nudelmaschine machen, ne? Ich wollte das bloß halt ohne Nudelmaschine zeigen, weil viele... Das Wasser kocht, okay. Ja, du kannst, guck mal hier, die könntest du schon mitnehmen. Einmal das und einmal das. Wie lange müssen die jetzt kochen? 2 bis 3 Minuten, Schatz. Mit dem Hefewasser, Petra, deine Dinkelbrötchen, meinst du die? Da bin ich auch echt gespannt. Also das finde ich auch immer, ich bin auch gespannt, wie mein Hefewasser funktioniert. So, eine Sauerei. Schlimm aus hier. Ich gehe mir mal eben ganz fix die Hände waschen, wenn euch das recht ist, damit ich dann wieder an den Rechner kann.
bin ich wieder. Aber bloß noch die Kamera einrichten. Ja, ein bisschen höher bitte. Noch ein bisschen höher. Warte. So ist gut. Dankeschön. Fedora, wir sind 3 Wochen dort. 2 Wochen in Tokio und 1 Woche bei seiner Mama. Ich fand, sie sind relativ gut aufgegangen, trotz ersten Aufguss. Soll ja besser werden, je öfter man verlängert. Ja, stimmt. Ja, ist wie beim Sauerteig. Die Triebkraft soll ja stärker werden, je öfter oder je länger, je älter der Teig ist. Ja, tut mir leid, aber ich freue mich tierisch. Aber ich hatte schon beim letzten oder vorletzten Livestream gefragt, ob ihr Eindrücke sehen wollt, also ob wir was filmen sollen, ob wir Vlogs machen sollen, ob wir bei Instagram vielleicht Stories machen sollen und so. Also wenn da Interesse besteht, also weil wir sowieso ganz viel fotografieren werden und so, machen wir das natürlich gerne und zeigen euch dann auch, was da los war. Oh Gott, also das ist wirklich, das ist so eine Herzensangelegenheit und sehr schön, da freue ich mich doll drum. Und ich hoffe, bis dahin hat sich das so halbwegs wieder eingekriegt. Ja, und ganz viel. Ich weiß nicht, ob ich sie filmen darf, aber auf alle Fälle wird sehr viel dokumentiert. Das kannst du wohl glauben. Das machen wir. Ja. Weil sie ja auch sehr, sehr wenig Deutsch spricht. Also, als ich damals mit ihr in der Küche gestanden habe, weiß ich noch, habe ich mich mit Händen und Füßen verständigt, aber es ging. Und wir sind beide mit Herzen dabei, und also beim Kochen, und deswegen hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Und sie hat im Ishin gearbeitet. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ishin ist bei uns ein ganz, also ein super gutes Sushi-Restaurant, und da hat sie gearbeitet. Und also Ishin ist richtig lecker und richtig gut. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie unsere Nudeln werden. Was habt ihr denn als nächstes Thema? Was wollen wir denn beim nächsten Mal machen? Also was ist da so eure... Was kann ich euch beim nächsten Mal zeigen? Eigentlich wollten wir ein Brot machen, glaube ich, ja? Beim nächsten Mal wieder. Oder gibt es etwas anderes, was euch interessiert, gerade jetzt so? Schnell gemacht. Oh, Spinat mit Nudeln und Lachs, das ist auch echt gut. Brot ist immer gut. Okay. Werde ich mal
Das Problem ist, ich wollte eigentlich einen Sauerteig ansetzen, aber bei uns es gibt kein Roggenmehl mehr. Das Brot ohne Hefe von dir habe ich schon das zweite Mal gemacht, einfach super. Ey, das freut mich, Petra, wirklich. Das freut mich wirklich. Und das ist so schön wandelbar, finde ich. Also man kann da wirklich variieren mit Tomaten, mit getrockneten Tomaten oder Oliven oder Speck mit Zwiebeln oder Parmesan ist auch richtig gut da drin. Also das ist echt, ja. Und jetzt gerade, wo eben Hefeknappheit ist, ist das wirklich, ja, kann man dann gut überstehen, wenn man selbstgemachte Brote haben möchte. Aber wie gesagt, ich bin jetzt mal gespannt, was mein Hefewasser sagt. Und dann werde ich euch berichten, auf alle Fälle. Also das finde ich auch super interessant, das Thema. So. Jetzt kommt mein Mann mit den Nudeln und ich bin echt... So. Oh, die riechen richtig gut. Seht ihr das? Seht ihr das? Warte mal. Ja. Oh, die sind richtig gut geworden. Und die riechen so schön. Oh. Also, man hat mir jetzt eine Gabel gegeben, ich muss jetzt essen. Oh. Mm. Und die sind wirklich. Hm. Ja, die Spinatnudeln noch probieren. Und die sind wirklich gut. Also, echt gut. Und ich finde, Entschuldigung, ich finde, man schmeckt die Tomate nicht so, also es ist nicht vordergründig, wisst ihr, was ich meine? Also, dass man erschlagen wird oder so von dem Tomatengeschmack gar nicht. Man hat wirklich das Gefühl, es sind Nudeln. Und auch beim Spinat, finde ich, ist das genauso. Nicht, dass man diesen vordergründigen Spinatgeschmack hat, sondern finde ich echt gut. Ah, okay, ich bin dann mal essen. Okay, gut. Was meinst du jetzt, Fedora? Also was einfrieren, die Hefe oder das Brot? Einen guten Dank. Ne, wir haben ja schon gegessen heute. Das wird dann morgen verspeist bei uns. Hefe. Na, also... Ich mache das ja jetzt folgendermaßen. Ich züchte jetzt erstmal das Hefewasser so weit, dass ich morgen kann ich das verlängern und übermorgen kann ich dann damit backen. Und wenn ich das erste Mal damit gebacken habe, dann werde ich das in den Kühlschrank stellen. Also genauso wie beim Sauerteig. Ich weiß nicht, hast du schon mal Sauerteig gemacht? Der wird ja dann auch, wenn du ihn, wenn du ihn nicht fütterst, sondern wenn du ihn lagerst, brauchst du den ja auch eigentlich nur in den Kühlschrank stellen. Das kannst du auch mit dem Hefewasser machen. Danke, Manuela. Machen wir. Ja, wollte ich auch machen, Schupfnudeln, Gnocchi und Maultaschen. Ich wollte auch die Lasagneplatten mal zeigen.
Wenn ihr wollt, können wir das gerne nächste Woche machen. Wie machen wir denn das? Machen wir eine Abstimmung darüber? Ich glaube, eine Abstimmung ist ganz gut, oder? Wenn man eine Abstimmung macht, dann können alle Leute sagen, was sie gerne mögen. Nein, Brot ist noch ein neues Gebiet für mich. Ich bin mehr auf der Tortenseite. Ah, okay. Oh, Torten. Oh, Torten sind auch gut. Hast du meine Torten gesehen zum Valentinstag, die beiden? Oh Gott. Meine Güte, das waren richtig gut. Oh Mann. Die waren richtig gut. Petra, pass auf, wir machen Folgendes. Ich mache heute noch eine Umfrage fertig, was wir uns nächste Woche angucken wollen, also auf was ihr Lust habt. Und je nachdem, was da rauskommt, machen wir dann nächste Woche euer Thema. Und dann werde ich Maultaschen, Schupfnudeln, Gnocchi und Brot anfragen und ihr sagt dann, was ihr haben wollt. Genau so machen wir das. Dann habt ihr da die Entscheidungsgewalt sozusagen. Und die waren echt gut, Fedora. Also die waren wirklich... Und ich bin ja sowieso so ein Marzipan-Fan. Und morgen kommt ja kein Rezept von mir, dafür aber am Sonntag, weil ich getauscht habe. Morgen ist ja der Herr... Nee, warte mal. Wer ist morgen dran? Ist morgen der Herr Esslust dran? Auch sowas, was man im Ölland nicht bekommt? Oh, okay. Das war also da, wir hatten eine Verwandte in Österreich, aber schon ein paar Jahre nicht mehr, leider. Ich weiß gar nicht, ist morgen Herr Esslust dran? Auf alle Fälle bin ich am Sonntag dran. Und ich glaube, morgen ist mein lieber Herr Esslust dran. Und deswegen habe ich verschoben. Also eigentlich hätte ich ja morgen ein Rezept gehabt. Und ich liebe ja Marzipan, ne? Ich liebe ja wirklich Marzipan. Und das nächste Rezept, was kommt, also nicht das, was jetzt am Sonntag kommt, sondern das danach, da mache ich Marzipan selber. Und das ist so mega geil, weil das schmeckt gar nicht so marzipanig wie das Rohmarzipan, was du so zu kaufen kriegst. Das ist echt mit dem Topfenteig gemacht. Ja, okay. Ja, bei euch heißt ja Quarktopfen, ne? Hm. Ja. Was für Schupfnudeln? Ich glaube da, ja, aber es gibt Hilfsmittel, die du da... Ich habe eine Torte mit Marzipan eingedeckt, eine Marzipan-Nougat-Torte. Letztes Jahr war das. Aber ich habe keine Torte gemacht, ich habe Kekse gemacht. Und zwar Schoko-Marzipan-Mürbeteig-Kekse. Ja, richtig, also die sind richtig lecker geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und süß vor allen Dingen. Wir haben so Häschen ausgestochen und die haben dann Latzhosen angekriegt. Das habe ich aus Marzipan gemacht. Das war richtig niedlich. Ja. Na gut, ihr Lieben. Das ist sehr schön. Also ich freue mich, dass das alles heute so gut funktioniert hat, auch wenn es hier sehr... Sehen sie aus wie Schupfnudeln, die werden dann aber in Butter geschwenkt und Mondzucker oh, gibt ja hier viele süße Hauptspeisen, ja. Mhm. Mohn. Ja, mein Mann hat Mohn gehört und ist schon wieder hin und weg. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, wir sind für heute,
Wir sind für heute durch. Das ist aber auch echt eine gute Idee mit diesem Mondzug. Okay, gut. Wir sind für heute durch. Ich mich auch, Fedora. Ich werde die Umfrage heute noch online stellen. Also wenn ihr wollt, könnt aber auch morgen noch abstimmen. Und dann werde ich bis Mitte nächster Woche dann sagen, was wir machen und dann dementsprechend auch die Sachen besorgen, die wir brauchen. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Danke euch heute, dass ihr da gewesen seid. Es hat mir super, super viel Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Also, bis dann. Tschüss.